Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Hier geht es jetzt um Quantum Break. Ich habe den Peter hier mit mir im Studio, der hat das ausführlich gespielt. Du hast es gerade schon durchgespielt, ne? So ist es, ja. Aber das können wir noch nicht alles zeigen, was wir da gespielt haben, denn es gibt da ein ganz strenges, sage ich mal, Embargo. Also es ist ganz genau vorgegeben, was wir jetzt zeigen dürfen. Das ist jetzt vom Anfang des Spiels, nicht direkt der Anfang, aber es ist so der erste Akt, so die erste Stunde. Und ich habe versucht, alle möglichen Spoiler erstmal rauszunehmen. Ja, das ist, also ein paar werden sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, aber es sind halt dann nur ein paar kleine. Genau. Genau, so, was sehen wir denn hier als erstes? Wir sehen die Missionen, die wir jetzt machen. Das sind diese zwei Teile hier. Das sind deutlich mehr noch im Spielverlauf. Es sind insgesamt 5 Akte. Von der Spielzeit her habe ich 8 Stunden gebraucht. Man kann damit aber locker rechnen mit so 10, 12, weil es noch sehr viel Sammelzeug gibt, was du auch siehst. Es ist dann auch noch ein kleiner Wiederspielwert drin, denn man trifft so ein paar Entscheidungen, die sich ein bisschen auf den Verlauf der Geschichte auswirken, aber dazu später nochmal mehr. Du bist jetzt für dein Spiel aber relativ stringent, hast du der Handlung wahrscheinlich gefolgt. Genau. Und jetzt geht's auch direkt los. Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Ja, das ist Held Jack und sein Bruder Will. Also Jack ist der Kerl, der hier die Zeit gerade manipuliert. Und was die beiden jetzt da genau gemacht haben, wollen wir eben nicht verraten wegen der Story, aber es erinnert so ein bisschen an den Anfang von Half-Life mit dem Experiment, das fehlgeschlagen. Okay. Ja, das ganze Spiel ist natürlich sehr filmisch angelegt, also man sieht ja schon immer Zwischensequenzen, so Übergänge, wenn du in einen neuen Raum kommst, ist vergleichbar mit Uncharted, würde ich mal sagen. Mhm. Nicht unbedingt auf dem Level einfach, von der Qualität her. Du meinst von der Inszenierung her oder von der optischen Qualität? Von der Inszenierung. Mhm. Optisch ist es ja recht hübsch. Ja, das kann man hier auch deutlich sehen. Das sieht man jetzt schon, gerade die Effekte und so. Da gibt es später noch einiges mehr, speziell in Verbindung mit der Zeitmanipulation, was ja das große Gimmick ist von Quantum Break. Spielerisch ist es eben ein Third-Person-Shooter mit Deckung. Das Deckungssystem sieht man vielleicht, da muss man keine Taste drücken. Der lehnt sich da automatisch an und kommt dann auch wieder so raus. Aber es fühlt sich halt dadurch auch nicht ganz so dynamisch an, denn du kannst zum Beispiel nicht über Ubisoft-Spielen sagen, hier, ich schiebe meinen Marker darüber und dann drücke ich eine Taste und der läuft dann gleich zur nächsten Deckung. Ja. Und es wirkt alles so ein bisschen minimal hüftsteif, sag ich mal. Dieses Mal ist es nicht meine Schuld. Ja. Andererseits finde ich besser als bei Alan Wake, was ja das letzte Spiel war von Remedy, den Entwicklern. Sie haben sich wieder ein bisschen mehr orientiert, sag ich mal, in Richtung Max Payne, vom Ansatz einfach her. Gameplay, mehr Gameplay und ein bisschen weniger Story. Also durchaus auch ein bisschen abwechslungsreicheres Gameplay, wenn ich an Alan Wake denke. Das ist ja quasi, ich bin mit der Taschenlampe die ganze Zeit da durchgelaufen und habe halt die bösen Geister weggeleuchtet oder von mir ferngehalten. Und hier gibt es ein bisschen mehr zu tun. Ja, durchaus. Du hast sogar gesehen, es gibt auch so ein paar Sammelobjekte, die man nebenbei noch macht. Man klettert ab und zu öfter mal. Es gibt so kleine Rätsel, die haben halt auch mit der Zeitmanipulation zu tun. Das ist wirklich nichts Komplexes. Also zum Beispiel gibt es ein bisschen mehr Parkgarage und du siehst, da ist dein Weg wird dir versperrt von einem LKW, aber du siehst noch so die Bremsspuren oder die Spuren seiner Lichtanlage, die sich da durch die Luft ziehen und merkst, okay, da ist er lang gefahren und dann kannst du die Zeit quasi zurückdrehen. Der LKW fährt zurück und gibt den Weg frei für die Geschichten. Hier sehen wir das auch gerade, ne? Das ist eins dieser typischen Zeitmanipulationen. Ja, also diese ganzen Anomalien, das ist natürlich ein ganz großer Teil von Quantum Break. Und das ist richtig cool gemacht. Also sie hat recht. Einfach, jetzt ist quasi die ganze Welt eingefroren. Nur wir bewegen uns noch, weil wir eben bestimmte Superkräfte haben. Ja. Und da machst du jetzt konkret, nimmst du ein bisschen Munition mit, ne? Das merken die Kollegen ja dann nicht. Das ist schon sehr lustig. Das ist jetzt auch eine Story-Sequenz in dem Sinne, dass du da kannst du jetzt die Munition halt wegnehmen, weil du da eh nicht kämpfst. Ja. Es gibt dann auch Sachen, dass du mal im Kampf plötzlich die Zeit anfriert. Währenddessen sind dann alle Gegner eingefroren, dann kommen andere Gegner, die können dann auch während so einer Zeitblase sich bewegen. Mhm. Also dann Gegner auf mehreren Ebenen sozusagen. Auf mehreren Zeitebenen. Das Ganze ist natürlich linear, also du siehst, er sagt das jetzt auch, warum funktioniert das denn jetzt nicht bei ihr?
Das heißt, er hat vorher den Bruder quasi aus diesem Zeitparadoxon gerettet, ja. Und er kann jetzt natürlich nicht alle Charaktere retten. Es ist immer noch ein linearer Deckungsshooter, also man darf da nicht erwarten, dass das jetzt eine Open World ist oder dass man da unglaubliche Freiheiten hat und sagen kann, ich mache jetzt das und das, sondern es wird sehr gelenkt, wirst du da durch die Levels geführt. Okay. Und hast auch nicht so viel Bewegungsfreiheit. Kannst also auch nicht irgendwie zurück in frühere Levels oder so. Sondern das kannst du höchstens, du kannst natürlich Missionen jederzeit wiederholen und sagen, ja, ich möchte Sammelgegenstände jetzt noch komplettieren, die ich vorher nicht hatte. Genau. Ja, wie ist das denn bei so Deckungsshootern? Ist ja die Steuerung ein wichtiges Element. Mhm. Wie hast du die Steuerung empfunden? Wir haben ja die Xbox One-Version gespielt. Mhm. PC-Version gibt es ja auch am 5. April, aber konnten wir eben noch nicht testen. Und mit dem Controller steuert sich das schon okay. Also man sieht ja, man kann da gut zielen und so. Das Einzige mit der, wie gesagt, mit der Deckung, das fühlt sich halt nicht ganz so knackig an. Mhm. Ich habe jetzt gerade The Division sehr ausführlich gespielt, wo es ja fast schon eine Freude ist, dir so einen Pfad zu suchen, ja, durch die verschiedenen Deckungsmöglichkeiten. Mhm. Das geht hier nicht. Es fühlt sich alles ein bisschen, ja, behäbig, altmodisch, ja, behäbig. Mhm. Auch der Typ ist so ein bisschen hüftsteif. Das sieht man dann später auch noch, wenn er dann klettert und springt. Das ist nicht so wie in einem Uncharted, mhm. wo das alles quasi sehr, sehr eingeschränkt ist. Mhm. Und bei Quantum Break haben sie halt gedacht, okay, wir machen eine Sprungfunktion rein, wie in einem alten PC-Spiel, sag ich mal. Also kannst du jederzeit springen. Andererseits hat es halt auch so ein paar lustige Ergebnisse kommen da halt dabei raus, wenn der irgendwo gegenspringt, aber das Spiel gar nicht erwartet, dass du da hochklettern kannst. Okay, das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Reißt einen wahrscheinlich auch ein bisschen raus, so aus dieser szenischen, cineastischen Inszenierung. Aber im Großen und Ganzen kann man es halt gut steuern. Das sieht man ja auch hier. Das funktioniert gut auch. Ja. Man sieht ja immer die Anzeigen, welche Fähigkeiten dann zum Beispiel auf den Bumpern liegen vom Gamepad. Das ist schon sehr gut organisiert. Und gerade diese Zeitfähigkeiten machen halt richtig Laune. Also das ist das, was Quantum Break besonders macht und was richtig gut macht. Wir sehen zum Beispiel immer diese Zeitblase, wo man so einen Gegner einfrieren kann. Ja. Und dann schießt er halt drauf und quasi diese ganzen Patronen, diese ganzen Schüsse werden halt gestoppt, aber wenn die Zeitblase dann kollabiert, zack. Genau, fährt das alles rein und der Gegner ist platt. Eine ganz fiese Nummer, aber macht dann natürlich sehr viel Spaß und sorgt dann natürlich für entsprechende Schadenfreude, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es geht halt auch richtig gut ab in den Gefechten. Also wir haben es ja schon gesagt, die Effekte, gerade bei diesen Zeitparadoxen, sind richtig, richtig cool. Das hat man so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Dann explodiert halt mal immer was. Und was ich sehr schön finde, wo man auch sieht, Remedy, die haben halt schon Erfahrung. Ja. Zum Beispiel mit Max Payne, das besteht ja nur aus Kämpfen, mehr oder weniger. Also sie wissen schon, wie man so das Pacing so macht. Also wie man sagt, okay, du kriegst in dem Level kriegst du jetzt eine neue Waffe und dann kriegst du eine neue Fähigkeit. Und da hast du immer irgendwas Neues. Also es wird eigentlich nicht, ja, es wird nicht öde. Nicht zu repetitiv, nicht zu, genau. zu langsam. Okay, sehr schön. Du bist Jack Joyce. Wo ist mein Bruder? Ja, wir sehen ja auch, diese Charaktere dürften einige erinnern, gerade der Hauptcharakter oder sein Bruder, das ist ja der Hobbit, der eine aus Der Herr der Ringe sogar. Das sind echte Schauspieler, die sie halt per Performance Capturing da reingebaut haben und die Gesichter sehen natürlich schon. Ich weiß nicht, ob du schaffen musst, aber du solltest dich beeilen. Das ist grafisch echt top. Sehr detailliert, natürlich durch das Motion Capturing. Der Ausdruck passt halt dazu. Es ist halt nicht diese hölzerne Spielfiguren-Acting, dieses hölzerne, genau. Fuck! Ja, hier sieht man es auch nochmal. Jetzt kannst du wuschen. Genau, wuschen, das ist schön. Schöne Übersetzung. Wuschen. Das ist einfach so ein Dash-Move. Also du bewegst dich halt sehr schnell. Der wird später auch noch geupgradet. Dann verlangsamt sich die Zeit, während du so rumrennst. Und das ist schon gut, aber was mir so fehlt, ist diese typische Ausweicherrolle. Ne? Oder dieser Dash-Move, der lädt sich halt auch immer nur auf, den kannst du nicht jederzeit benutzen. Das ist das, was wir rechts am Rand sehen. Genau, ne? Das sind diese kleinen Icons. Später sind das 6 Icons, jetzt sind es nur 3. Mhm. Und dadurch, dass du halt immer diesen Cooldown hast, hast du manchmal Situationen, dann wirft halt einer gerade eine Granate oder der Bossgegner hat seine spezielle Attacke und du musst da schnell weg, aber hast vorhin deinen Dash-Move gerade aufgebraucht, und da kommt wieder dieses Hüftsteife so ein bisschen. Du hängst halt manchmal in der Deckung und denkst ja so, okay, jetzt müsste ich eigentlich schnell weg, aber das Spiel gibt's nicht her. Ja, also es ist halt dann auch sehr vom Zufall abhängig, ob man diese Sachen halt gut einsetzen kann. Sie war nicht die Einzige.
Was das Spiel halt sehr gut macht, ist eben die Story. Und wir sehen es ja immer, es gibt eine Menge Zwischensequenzen, Charaktere, die sich unterhalten. Der Spielfluss, sag ich mal, wird häufiger unterbrochen. Das kann man jetzt negativ oder positiv sehen, ja. Aber dadurch hast du halt eine sehr coole Story-Erfahrung. Und es geht eben um diese Zeitreisen. Mich persönlich, also ich finde das richtig cool, Zeitreisen. Und wie sieht das eigentlich aus mit diesen Live-Action-Folgen? Das ist so, das ganze Spiel ist ja so darauf aufgebaut eigentlich, dass sie sagen, wir wollten ein Spiel machen, aber wir wollen auch Live-Action-Sequenzen machen. Das war ja schon bei Alan Wake teilweise, dass da so Teile versteckt waren drin und so. Und hier geht es halt viel, viel weiter, denn es gibt 4 Folgen davon. Das ist wie so eine Serie auf Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer. Die sind jeweils 25 Minuten lang. Und da sind halt die echten Schauspieler, nicht nur die Performance-Capture-Figuren von ihnen. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Serie halten soll, ehrlich gesagt. Weil sie wirkt ein bisschen, es wirkt halt komisch, wenn du vom Gameplay, von dieser Grafik, die ja wirklich hübsch ist und so, und vom, wo du schießt und zu tun hast, ja, und dann kriegst du 25 Minuten, setzt dich auf die Couch und musst halt zugucken, was da los ist. Ja. Das erinnert mich an ein Metal Gear Solid ist, von früher ja, oder so. Genau, ne? Ja. Mit diesen ewig langen Zwischensequenzen. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist das Großartigste, was es gibt. Ja. Du kannst aber die Zwischensequenzen, du kannst diese Folgen pausieren, du kannst vorspulen, kannst zurückspulen, kannst Untertitel einblenden lassen. Mhm. Ja, es ist wirklich wie eine TV-Serie eigentlich, die du auf DVD hast oder die streamst. Muss ich die streamen? Das musst du. Okay. Zumindest, wenn du es nicht downloadst. Ich kann sie auch vorziehen. Du kannst sie im Hauptmenü, gibt es einen Download-Button und da kannst du sagen, ich möchte jetzt alle Folgen runterziehen. Zumindest auf der Xbox One. Die PC-Version, das ist eine ganz, ganz seltsame Entscheidung von Microsoft und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so kommen wird dann bis zum Release, dass du auf dem PC kannst du zwar 4K-Videos streamen, weil das ja jeder macht, aber du kannst sie nicht runterladen, was auf der Xbox One geht. Sehr seltsam. Ist das vielleicht irgendwie Lizenz? Obwohl, keine Ahnung. Nee, kann eigentlich nicht sein. Also die Folgen werden sowieso auf YouTube landen, sage ich mal. Ja, das wird jeder, der das Spiel spielt, kann das ja aufnehmen und mit seiner PlayStation 4 im Share, da kann er es nämlich nicht machen. Mit irgendwelcher Capture-Software kann er, oder Capture-Hardware kann er die Xbox One-Version natürlich aufnehmen und online stellen. Von daher denke ich nicht, dass da irgendwelche rechtlichen Bedenken sind. Klingt einfach Microsoft. Also PC, Microsoft Windows 10, ist ja auch ein Windows 10 Exklusivtitel, der nur im Windows Store zu kaufen sein wird. Diese Universal Windows-Plattform. Genau, es wird keine Retail-Version geben am PC. Da sind eine Menge seltsamer Entscheidungen. Ja. Wir sind jetzt auch schon am Ende von Act 1 von Quantum Break hier im Gameplay. Wir nähern uns auch am Ende von unserem von unserem Video. Dann Zeit vielleicht nochmal das Ganze auf den Punkt zu bringen, kurzes Fazit zu machen. Ja, Quantum Break ist ein, sag mal, interessantes Experiment von der Sache Serie plus Spiel. Wir sehen jetzt auch ein paar Ausschnitte aus der ersten Folge. Das kann man schon schön finden. Mich persönlich hat es, wie gesagt, jetzt bisher noch nicht so richtig umgehauen, einfach dieser Realsequenzen-Gemisch. Aber was halt nett ist, dass sie halt sehr, sehr starken Fokus auf die Story legen und auch diese Entscheidung halt drin haben. Es gibt auch wieder 4 Momente, in denen du dich entscheiden kannst, wie der Bösewicht, lustigerweise, sich verhält. Das heißt, das ist ja was ganz anderes mal. Mhm. Ja? Also du spielst normalerweise immer den Helden und in diesen Sequenzen spielst du halt hier ihn hier, den Paul. Ja. Und der kann dann sagen, der kann quasi in die Zukunft gucken und weiß, was passieren wird ungefähr, wenn er sich so entscheidet oder so entscheidet. Und als Spieler ist es halt so, dass du dann halt die Taste drückst und so eine Vorschau siehst quasi. Jetzt können wir uns das mal kurz anhören. Also was passiert, wenn du dich hier hast, dich jetzt zum Beispiel entschieden, dich kompromisslos zu verhalten? Alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ja, und das beeinflusst eben vor allem das Schicksal von Nebencharakteren. Mhm. Also man sieht ja diese Dame, die wird jetzt wahrscheinlich nicht so lange überleben, wenn man diese Option wählt. Dafür gibt es dann diesen Taxifahrer, der in die Handlung kommt und diese Rolle übernimmt.
Und das sind eigentlich so die Auswirkungen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, erst einmal durchgespielt. Ja, ich müsste es wirklich nochmal spielen, um zu sehen, wie stark diese Auswirkungen sind. Vieles davon ist aber einfach so atmosphärisch. Also du siehst, wenn du dich so entscheidest und quasi der Paul, der Bösewicht, die Zeugen umhaut, ja, dann ist die Bevölkerung eben sehr kritisch eingestellt, logischerweise, ja, wenn ein Mörder da rumläuft. Also, es hat gewisse Auswirkungen, wie weit die dann tatsächlich gehen, das werden wir dann feststellen, wenn wir es halt noch ein paar Mal gespielt haben. Einfach vom reinen Gameplay-Fazit würde ich mal sagen, ja, es macht vieles richtig. Es ist halt ein Third-Person-Shooter, ja. Es ist recht beschränkt in seinen Optionen, in seinen, was es bietet. Genau, es ist auch kein Rollenspiel, es hat keine Charakter. Genau, sowas gibt es überhaupt nicht. Und selbst Uncharted hat ja teilweise Rätsel mal, die ein bisschen mehr Gehirnschmalz erfordern. Sowas ist hier halt nicht. Und diese Zeitmechanik ist aber schon, die wertet die Gefechte enorm auf, finde ich. Es ist nicht so eine unglaubliche Innovation wie die Bullet Time damals bei Max Payne, aber Remedy hat mal wieder gezeigt, sie haben noch Ideen fürs Shooter-Genre und das ist natürlich sehr schön. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist jetzt, wenn du siehst, es ist höchstwahrscheinlich unter 10 Stunden. Es hat diese 4 Folgen, die ja selbst nochmal eigentlich 2 Stunden mehr oder weniger in Anspruch nehmen. Das ist kein Gameplay, ja, das ist alles nur zugucken, wie Schauspieler was machen. Und dafür wollen sie dann eben auf der Xbox One 70 Euro. Es gibt natürlich keinen Multiplayer-Modus, es ist ein reiner Einzelspielertitel. Wie gesagt, es gibt Sammelgegenstände, es gibt ein bisschen Wiederspielwert, aber da muss dann halt jeder für sich entscheiden, ob das ihm genug sein wird. Da will ich jetzt noch keine finale Aussage treffen, das muss man einfach nochmal schauen. Ja. Und wir werden das ja auch in den nächsten Wochen bis zum Release auch noch weiter betreuen, das Thema. Da können wir ruhig sagen, wir werden bald noch mehr neues Video zeigen dürfen, noch ein bisschen später im Spiel. Und dann eben das Testvideo, das gibt es dann am 1. April. Kein Witz. Also am 1. April, es wird auch kein Scherz sein. Auch die Wertung, die wir da geben werden, wird kein Scherz sein. Also behaltet einfach unsere Webseite im Auge zum Thema Quantum Break und ja. Und immer schön die Internetverbindung checken, denn sonst ganz, ganz wichtig, kann es passieren, dass zwischendurch das Video einfach mal abbricht oder es blöde Nachlade-Ruckler gibt. Ja, was natürlich überhaupt nicht schön ist. Also von daher, diese Download-Geschichte würde ich dann schon machen bei den Konsolen. Auf dem PC geht es ja nicht. Warum? Das werden wir erfahren. Weiß nur Remedy bzw. Microsoft. Peter, vielen Dank für diesen Einblick in Quantum Break. Wie gesagt, ausführliche Geschichten dazu werden noch folgen. Auch der Test wird noch folgen. In diesem Sinne, ja, vielen Dank. Und euch fürs Zuschauen auch. Tschüss. Was hat der auf meinem Tisch zu suchen, Brenner? Schon mal gesehen? Hm? Kennst du sowas? Ein Untersetzer. Ja, gibt's sowas nicht in Idaho? Iowa. Egal. Benutze ihn. Gut, was kommt als nächstes, Brenner? Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Und ich möchte einfach nicht, dass Sie mit ihm untergehen.